Servus ihr Lieben, herzlich willkommen und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch mal wieder. Es ist Samstag und ihr wisst, was das bedeutet. Ja, wir haben Hardstyle-Tag. Wir werden allerdings jetzt erstmal hier den Mähdrescher abtanken, nachdem wir beim letzten Mal voller Freude festgestellt haben, ja, schau mal, da hinten ist erntereif. Ja, jetzt hoffen wir nur, dass das Wetter noch mitspielt, dass das noch ein bisschen hält, dass wir hier so viel wie möglich während der großen Nachfrage noch einsacken können. Und jetzt möchte ich gerne mal auf eure Kommentare eingehen. Ihr habt mir also da ein eindeutiges Votum gegeben, nämlich, dass ich vielleicht mal nicht unbedingt eine Beule in den M66 fahren sollte. Ihr habt geschrieben, dass ich doch Nägel mit Köpfen machen soll. Gar nicht erst lang rundrucksen und dann durch den Verkauf wieder Geld einbüßen. Nö, hol die Kohle zusammen, Alter, kauf die große Mama und dann ist gut. So ungefähr war eure Aussage. Also, wir werden natürlich dem Folge leisten und ich werde gucken, dass wir hier uns entsprechend die Condor zulegen. Da freue ich mich persönlich auch richtig drüber, denn dann sind wir hier gut ausgestattet, haben gleich eine große Maschine und da brauchen mal erstmal dann nichts mehr zu erweitern, weil wir haben das Maximum und mit der können wir natürlich sehr, sehr viel Zeit sparen gegenüber diesem kleinen Husteknutschi da, der da hinten irgendwo rumsteht. Also das werden wir dann dementsprechend mal ganz dezent sein lassen. Mit 15 Metern macht das auch schon ein bisschen Laune, ne? Also von daher denke ich mal, ist das die richtige Entscheidung. Und dadurch, dass wir ja schneller arbeiten können, haben wir ja auch dann den Vorteil, dass wir mal so ganz geschmeidig hier ein wenig effektiver arbeiten. Und der Mähdrescher muss natürlich dann auch erweitert werden. Und ich denke mal, da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Da werden wir das Geld zusammensparen, die 280.000, und werden den Case holen, dass wir da gar nicht über Deutz Zwischenschritte gehen. Der kostet nämlich 230.000, kann nicht wirklich so viel mehr und ist also nicht das Goldene vom Ei. Ich denke mal, da wird der Case auch definitiv der Beste sein. Und apropos der Beste wäre ich, wenn ich schon früher gemerkt hätte, dass der Mähdrescher wieder voll ist. Das müssen wir jetzt mal ganz schnell abtanken, denn wir wissen ja nicht, wann es anfängt zu schneien. Und das ist nämlich das nächste Problem. Und ich will da auch kein Risiko eingehen. Will ja gucken, dass wir so viel wie möglich hier noch einsacken können. Denn ich weiß nicht, wie lange es schneit und ob wir dann nicht Pech haben, dass wir den Rest sozusagen nicht mehr zum guten Preis verkaufen können. Also so wenig wie möglich Zeit hier verlieren. Das ist ganz wichtig. Diesmal bitte keine Beule. So, jetzt geht das. Und die Mähmission lasse ich jetzt erstmal bewusst aus, weil ich nämlich mich hier zum einen um das Stroh kümmern möchte und zum zweiten natürlich gucken will, dass wir hier den Mähdrescher schnellstens abgetankt kriegen immer. Denn wenn dann es einmal anfängt zu schneien, ist das sozusagen für uns der Cut-Off. Danach können wir im Prinzip nichts mehr für die 472 Euronen verkaufen. Und ich denke mal, bei der Ernte ist das schon ganz wichtig. Und die Mähmission haben wir ja auch danach ruckzuck wieder da. Ich denke mal, die kommen ja ziemlich oft. Wir können sie auf 2 Minuten einstellen. Und die Chance, dass eine Mähmission kommt, ist natürlich, sagen wir mal, bei ungefähr, jetzt lass mal kurz rechnen, 75%, also 3:1, denn wir haben eine Mission mit Palettengabel, aber 3 verschiedene Feldermöglichkeiten, die wir abmähen können, dann behaupte ich jetzt mal 3:1 ist ein gutes Verhältnis, da kommt auch relativ schnell entsprechende Mission zustande. So, mal gucken, wie weit ist der da drüben, na, der hat noch ein ganz schönes Stück Feld, mal schauen, wie weit der jetzt da kommt. Wäre natürlich gut, wenn er da noch einiges abziehen könnte. Aber wie gesagt, später mit dem neuen Mähdrescher, auch wenn wir erstmal nur das eine Feld haben, sollte es doch gut laufen. Und ja, ist schon wieder fast voll. Schon wieder bei über 70%. Und hat gerade mal eine Spur. Also es kommt ja von den Volumen her sehr, sehr viel rein. Allerdings ist natürlich das Ganze von der Arbeitsbreite ja nicht so ganz optimal. So, und während der jetzt da oben gleich dreht, hoffe ich, ja, der dreht jetzt, werden wir schon mal wechseln und hinfahren, weil, das Drehen, oh, der dreht gar nicht, oder hat er so schnell gedreht? Moment, bin ich etwas irritiert?
Der ist bei 100%, aber er dreht wenigstens noch. Das ist ja eine nette Geste. Finde ich sehr, sehr freundlich. Und ja, dann können wir das natürlich optimal machen. Da hat er jetzt noch ein Korn aufgenommen, dann war er voll, oder wie? Ja, tatsächlich. Er hat noch nicht mal richtig angefangen hier. Aber ist natürlich für uns super, weil dann kann der nämlich auch gerade da stehen bleiben, der Kipper. Und wir können uns hier weiter um unser Stroh kümmern, wo wir ja auch schon fast wieder ein Fünftel des Hängers voll haben. Also da kommt viel rein. Das wird sich nämlich mit einem neuen Mähdrescher auch beschleunigen. Denn die Ablageschwade sind natürlich dann in einem breiteren Abstand. Es sind weniger Schwade, dafür mehr konzentriert. Also da kriegen wir auch Zeitersparnis sozusagen beim Einsammeln der Schwaden noch. Das ist natürlich mit dem Kleinen hier sehr aufwendig. Aber jetzt für die paar Mal, die wir hier noch drüber fahren, lohnt sich es auch nicht, einen Schwader zu holen, einen großen. Der kostet auch Geld und das ist hier ja doch so ziemlich Mangelware. Und ich denke mal, wenn wir jetzt die Condor gekauft haben, da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir das heute hinkriegen, aber ich denke mal, an diesem Wochenende sollte das möglich sein. Wir sind jetzt bei 10.13 Uhr. Ich hoffe, das war jetzt vom Zeitpunkt gut gewählt, dass er das innerhalb einer, ja, sozusagen Stunde hinkriegt. Davon gehe ich jetzt mal fast aus, weil er ist ja ziemlich schnell unterwegs. Und oh Gott, wie schön ist das denn? Er ist schon wieder bei über 80%. Ja, dann heißt das natürlich gleich wieder umswitchen und einmal da runterfahren. Wie gesagt, die Standzeit möchte ich minimieren. So, ja, der Streifen wird auch langsam etwas schmäler. Das klappt eigentlich ganz gut. Und auch hier stehen wir optimal, denn ja, wir können hier unten stehen bleiben. Bis da unten kommt er eh nicht mehr zurück. Da ist er vorher oben wieder voll. Also ist das gar nicht mal so übel. Oh, wir lassen ihn jetzt mal noch hier die letzten 3% einsacken, dass wir wissen, wie wir beulenfrei daran fahren können. Ja, und der Hänger ist auch schon mit über 6000 Litern wieder gefüllt. Das ist natürlich optimal, denn das sind auch schon wieder gute 3000 Euro, die reinkommen. Und ja, 110.000 Euro haben wir ja schon zur Verfügung. Wir haben noch ein paar 20.000 Liter Raps im Silo, haben hier noch die Ernte, wo wir ja im Moment aktiv zum guten Preis verticken. Und das noch mit dem großen Volumen, also das ist eigentlich, ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, sind das die besten Voraussetzungen hier gleich effektiv nur optimal zu vergrößern, zu ergrößern oder zu verweitern. Ja, ich konnte mich gerade nicht entscheiden. Also nehmen wir das Wort, uns zu verbessern, das klingt gut. Jo, 30%, der ist also schon wieder zu Gange, ja, und hat schon wieder hier die halbe Spur. Also das klappt eigentlich so mit der Taktik gar nicht mal schlecht. Ja, die Spur schafft er die ganz, ne, das wird eng, obwohl doch, die müsste er eigentlich hinkriegen. Ja, 60%. Wo ist er? Doch, die schafft er. Ja, kriegt er hin. Das ist gut. Das heißt, er kommt uns auf dem Rückweg sozusagen noch entgegen. Da brauchen wir also mit dem Kipper gar nicht so weit zu fahren. So, und hier haben wir schon wieder 14.000 Liter drin. Das ist natürlich perfekt. Das ist richtig perfekt. Allerdings müssen wir natürlich, wenn wir hier das erste Stroh voll haben sozusagen, auch mal schnell einen Abstecher zu den Kühen machen. Denn wir wollen ja die Kühe auch ein bisschen mit Stroh versorgen. Wird nicht viel sein, was weggeht, aber das steigert die Produktivität. Und ja, wenn man das so einfach verbessern kann, dann ist es natürlich optimal. Ja, wie gesagt, er kommt uns noch ein bisschen entgegen. Das ist natürlich super. So, und wir können natürlich perfekt gerade hier drunter fahren. Optimal, gleich stehen bleiben und weiter im Text. Ja, das nenne ich ein gutes Wechselspiel. So funktioniert das. Und wie gesagt, mit der Wachstumsstufe hatten wir ja auch schon Glück. Mit dem Wetter haben wir bis jetzt auch noch Glück. Sieht also noch relativ freundlich aus. Das passt soweit. Also bin ich ja froh für jeden Liter, den wir so noch einsacken können. Unser Kipper hat jetzt schon wieder einen Füllstand von 38%. Das heißt, bei der nächsten Abtankung wird er schon fast halb voll. Das bedeutet schon wieder über 4.500 Euro. Und in Summe bedeutet das für uns knapp 115.000 bis 120.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, da fehlt echt nicht mehr viel. Da brauchen wir maximal eine Mission noch, wenn hier das mit der Ernte so läuft. Und dann sind wir in trockenen Tüchern, das Ganze. Obwohl, wir könnten eigentlich auch gucken, wenn ich mit dem Stroh so weiterkomme. Oh, da kriegen wir Geld rein. Und außerdem denke ich mal,
können wir dann doch vielleicht nochmal eine Mission zwischenschalten. Wir haben ja noch über 20 Minuten Zeit. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir da hier mit der Ernte vorankommen. So, und da sehe ich schon, wir müssen schon wieder abtanken. Das heißt, ich werde mich schon mal auf den Weg machen. Ja, 9000 Liter, das ist optimal. Das ist echt optimal, Mensch. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut läuft. Also da haben wir wieder mal wirklich absolutes Glück. Denn ich habe auch schon Schlechtwetterperioden erlebt. Gerade bei Regen war das öfter. Da ging das dann morgens irgendwann so los. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Ich stehe hier fast im Weg. Naja, jetzt habe ich sogar noch mal eine Runde zwischengetankt. Aber leider bin ich da falsch rum ran. Sonst hätten wir schön parallel herfahren können. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen Obacht geben. So, das sollte aber wieder passen. Perfekt. Und ja, was mir gerade einfällt, wir haben ja auch schon wieder Gras im Prinzip oben über die 2W-Missionen reinbekommen beim letzten Mal. Das können wir natürlich auch dann wunderbar nutzen, um die BGA zu füllen. Denn wenn wir da die 60.000 Liter zusammen haben, oder liegt noch ein bisschen, die nehmen wir gleich mit, so, dann haben wir da ja auch nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle. Muss ja nicht mit Mais sein, obwohl schon die ersten Fragen wieder kamen in den anderen Let's Plays. Ja, war nicht mal wieder Maishäcksel. So, nur wenn man nur ein Feld hat, ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und ich sag mal, der Ertrag lässt auch auf sich warten, weil man natürlich das Ganze dann nochmal gären lassen muss. Allerdings wäre es vielleicht eine Idee, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, ein kleines Feld zu kaufen und das zwischendurch immer mal mit Mais zu machen. Denn die Maiskombi haben wir ja auf alle Fälle noch da. Und ja, das wäre auch mal eine Möglichkeit, noch an Geld zu kommen. Schreibt mir mal in die Kommentare rein. Das wird sich ja jetzt nicht dieses Wochenende entscheiden. Aber die Idee wäre zum Beispiel, so ein kleines Feld, so ein Feld 5 oder Feld 6 zu kaufen. Dann hätten wir uns von ja, der Grundfläche etwas vergrößert. Und das wäre auch nicht so ein Riesenfeld, wo wir dann folgenlang abernten müssen. Aber es würde uns so 50, 60, 70.000 Liter Gehäckseltes bringen, was wir dann mit dem Kipper doch relativ schnell runterfahren könnten. Und so ein kleines Feld 5 oder 6 ist, glaube ich, auch eine gute ja, Zwischenlösung, sage ich mal. Da können wir uns ein bisschen vergrößern, hätten auch eine Möglichkeit, dort immer wieder ein bisschen Einkommen zu generieren, ohne dass wir da ja, viel in die Hand nehmen müssen. Ich glaube, die Felder sind auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube, die kosten nur so um die paar 20.000 Euro, wenn ich mich jetzt nicht total verzweige. Also da sagt mal bitte Bescheid, was ihr davon haltet, aus Feld 5 oder Feld 6 zum Beispiel ein Maisfeld zu machen. Dann können wir zwischendurch immer mal häckseln. Das wird nicht zu langatmig, aber bringt trotzdem gutes Geld. Ich glaube, da könnten wir irgendwie ganz gut mit einsteigen. So, und die Rest sind Streifen, den kriegt er also definitiv fertig. Bis jetzt sieht das also richtig gut aus. Und ja, unser Kipper füllt sich gut, der ist jetzt gleich halb voll. Unser Ladewagen ist schon halb voll, das sieht also auch richtig gut aus. Das heißt nämlich, da kommt auch schon bald das erste Geld rein, nachdem wir die Kühe natürlich versorgt haben. Und so wie das aussieht, kriegen wir also mindestens einen vollen Kipper hin. Das ist also erstmal kein Problem. Das heißt, wir können hier den ersten Kipper in Ruhe verkaufen. Und ich würde sagen, den zweiten Kipper, den werden wir dann unten einsetzen, beziehungsweise unten bei den Kühen abgeben, wenn wir hier oben uns mit dem Feld einig sind. Im Moment eilt's ja noch nicht so wirklich. Bei 5 Kühen macht das, glaube ich, noch nicht so ganz die Welt. Das sind vielleicht 3-4 Liter. Aber wir dürfen es natürlich nicht außer Acht lassen. Wenn wir später den Kuhbestand erhöhen, dann ist das natürlich ganz relevant, weil dann ist schon ein Unterschied, ob die Kühe, was weiß ich, 400 Liter pro Stunde oder 800 Liter pro Stunde produzieren. Denn das soll ja für uns eine gute Einnahmequelle sein. Und was ich auch schon überlege später, ist hier auf alle Fälle, um die Produktivität hochzuhalten, vielleicht auch in den Bereich Mischfutter einzusteigen. Hier haben wir ja nicht allzu viele Kühe und ich denke mal, das wäre eine ganz gute Sache, um eben die vollen 100% an Produktivität rauszuholen. Oh, apropos, wir sollten mal dem Mähdrescher die Gerste rausholen, bevor der auch bei 100% ist. Wie gesagt, ich möchte ja schauen, dass er nicht so lange da rumsteht. Ja, und wir kriegen das definitiv hier durch auf der Seite und können sogar auf dem anderen Feld nur anfangen. Wir sind bei 10.20 Uhr, also immer noch in der sozusagen laufenden Stunde des Erstverkaufs. Das ist gar nicht mal übel, denn dadurch haben wir den Vorteil, dass der Preis nicht absackt. Jo, und wir können weiter schön Kohle machen. So,
So gesehen haben wir ja sogar schon fast den Kredit zurückbezahlt. Das ist ja auch schon mal eine coole Sache. Aber wir brauchen ja eigentlich nur 155.000 für die Amazone. Und dann ist der Drops gelutscht. Dann ist das doch in trockenen Tüchern. Und ja, wie gesagt, wir gucken nochmal schnell ins Silo. Denn da schlummern ja auch noch gemächlich 32.000 Liter Raps. Die würde ich sagen, lassen wir dann auch erstmal drin, wenn das so reichen sollte. Denn vielleicht haben wir ja auch Glück und da kommt auch eine große Nachfrage. Das würde nämlich bedeuten, locker über 1.000 Euro für den Raps. Und das würde uns finanziell doch schon ganz gut nach vorne bringen, würde ich sagen. So, 57% Kipper voll. Wunderbar. 65% Stroh. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das heißt, da kommt auch schon bald das erste Geld. Der Ertrag beim Stroh ist ja hier im Hardstyle nicht ganz so groß. Aber okay, ist ja auch nicht schlimm. Wir wären trotzdem schon wieder bei 1500 Euro. Das heißt, durch das Stroh haben wir im Prinzip schon wieder die Kuh vom letzten Mal finanziell ja, amortisiert. Und ja, dann geht's in den Endspurt. Wie gesagt, also mich reizt jetzt erstmal nichts anderes als die Condor. Wenn wir das Baby hier haben, dann sind wir richtig gut aufgestellt. Und, oh, 74%, das heißt, wir müssen gleich abtanken. Aber vorher will ich nochmal was gucken gerade, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Mich hat es aber getäuscht. Bin ich jetzt Banane? Ja, bin ich. Ach nee, Quatsch, Unsinn, können wir ja gar nicht mehr haben. Haben wir ja schon verkauft, ist okay. Ja, da war ich jetzt eben etwas neben der Spur. Apropos, da müssen wir hin. Wir müssen den in die Spur bringen, denn jo, wir sollten mal wieder abtanken. Und schaut euch das an, wir gehen auf die 15.000 Liter. Wir sind also auch schon wieder knapp 7.000, 8.000 Euro, 9.000 Euro, so um die Ecke, die wir jetzt schon wieder sicher haben. Das nenne ich mal gut. So, kriegen wir den noch voll? Jo, in der Folge definitiv. Das heißt nämlich, das Feld ist dann für die Condor sozusagen schon optimal vorbereitet. Nachdem wir hier die Arbeit gleich parallel mitmachen, können wir nämlich dann sozusagen gleich mit der Einsaat beginnen, sobald wir das Baby gekauft haben. So, 71%, das ist gut. Also der Kipper wird ja sowieso auf alle Fälle voll. Der zweite dürfte auch noch fast voll werden. Und wenn wir dann mit dem zweiten nach unten fahren, können wir den Rest auch gleich in die BGA kippen da unten. Gibt Kohle und gleichzeitig Düngemittel, denn wenn wir uns dann doch später in Richtung Feld 20 orientieren oder Feld 19, da sind ja auch schöne Felder, die ich definitiv dann auch nutzen möchte, gerade weil es in der Nähe BGA und Kuhweide ist, dann haben wir auch gleich das Düngematerial dafür. Das ist, glaube ich, die perfekte Voraussetzung. Da können wir nämlich gleich ein bisschen vorarbeiten für. So, drei Viertels voll. Gut, daraus schließe ich jetzt mal, dass wir hier den vollen oben verkaufen. Ja, dann bringt das ungefähr 2.500 Euro. Okay, jetzt müssen wir mit dem Mähdrescher aufpassen, weil der müsste jetzt eigentlich schon an der letzten Spur sein. Außer er lässt nur mal wieder einen ganz kleinen Bereich stehen. Das müssen wir gleich mal sehen, wenn wir runterfahren. Aber die Prozentzahlen gehen noch nicht ganz so schnell hoch, also er scheint wohl keine volle Spur mehr zu haben. Das würde uns ja in dem Punkt weiterhelfen, dass wir ihn gleich rüberfahren könnten. Das wäre gar nicht mal schlecht. Ich gehe schon mal auf den Kipper zur Sicherheit und werde mal gucken, wo ist der Mähdrescher, wo bleibt der Knabe da hinten. Da werden wir einfach nur ein Stückchen zurückfahren. Ich glaube, das macht es am einfachsten. Dann können wir nämlich von der Rückseite ran. Genau. Jo, und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, sozusagen hier den abzutanken. Kann auch gleich stehen bleiben. Dann würde ich sagen, wechseln wir auch gleich auf den Mähdrescher, denn der ist ja dann eh bald durch. Obwohl, der muss ja erstmal abtanken. Soll er das machen? Nee, wir nutzen hier die Zeit, fahren weiter. Bis der jetzt abgetankt hat und hinten durchgefahren ist, können wir ruhig schon ein bisschen Stroh weitermachen. Wir sind jetzt schon gleich bei 80%. Menschenskinder, da kommt gleich die nächste Kohle rein. Und das Wetter ist uns hold. Wir haben immer noch Glück, alles noch trocken. Also das, denke ich mal, ist schon wieder richtig gutes Timing. Ja, so macht das doppelt Spaß, weil wir das im wahrsten Sinne des Wortes noch alles in trockene Tücher kriegen, bevor es anfängt zu schneien. Denn dann wäre, wie gesagt, Schluss mit der Ernte zur guten, ja, zum guten Preis. Denn ja, dann dauert das ein paar Stunden, dann ist natürlich das gute Angebot, die große Nachfrage weg.
Oh, da nehme ich sogar hier zwei auf von der Textur. Das ist auch nicht schlecht, das ist mal richtig praktisch. Spart uns ja doch nochmal einiges an Zeit. Klappt leider nur bei den Schwaden, die wohl so ganz eng beieinander hier liegen. Und wenn wir jetzt hier durch sind, dann müssen wir ganz schnell rüber. Denn der Mähdrescher ist fertig. Das ist perfekt. Also wir steigen mal schnell aus. Spuchten mal hier rüber. Und steigen mal von der falschen Seite auf. Weil eigentlich ist der Zustieg hier auf der Seite. Aber egal, ne? Wir sind ja sportlich und ja noch beweglich. Sind ja noch nicht so in dem Alter, wo es anfängt zu zwicken. Obwohl, als ich heute Morgen aufgestanden bin, ne? Gut, anderes Thema. Wir werden jetzt mal hier auf die Schnelle auf die andere Seite fahren und werden hier mit der Ernte natürlich gleich weitermachen. Oh, kann er nämlich gleich hier weiterfahren, der kleine gute Helfer. So, noch schnell ein wenig Feinjustierung. So, jetzt sollte das einigermaßen hinhauen. Und jetzt bitte Helfer Go. So, und wir kümmern uns aber auch gleich hier um den Ladewagen. Hätte ich fast gesagt, nee, ich meine natürlich den Kipper, denn der hatte ja schon ein bisschen Vorbelastung sozusagen, ist schon bei 40%. Das heißt, wir fahren jetzt mal gleich dahinter zu dem Knaben, damit er auch schnellstmöglich hier ja seine Arbeit verrichten kann. Und werden jetzt mal gucken, dass wir uns hier neben den setzen. So, schaffe ich das? Ja, du und dein Rohr, ne? Also ehrlich, überall mit deinem Rohr dagegen hämmern, das ist doch keine Art, sowas macht man nicht. So, jetzt können wir nämlich hier gerade nebendran herfahren und der tankt gleich mit ab. Das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Zumindest bis er jetzt erstmal so leer ist, weil dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt kommt ja in dem Sinn nicht viel rein, aber wir haben schon in dem Sinn viel drin. Nämlich 18.000 Liter. Und das macht dann gleich doppelt Spaß, denn das sind, wenn wir mal groß rumrechnen, ich würde mal sagen, wir bewegen uns so auf den Bereich 9.000 Euro Ertrag zu. Und das sollte uns doch wieder mal ein wenig frohlocken lassen. Denn jo, mit dem Kurs sind wir dann auf 120.000, die wir schon haben. Das bringt uns nämlich wieder näher ans Ziel. Also fehlen nur noch 35. Also rechnen wir mal noch das Stroh dagegen, plus noch das, was wir vielleicht jetzt reinkriegen. Und dann noch vielleicht eine Mähmission und schon sind wir aus dem Wasser. Schon haben wir es geschafft und das ist mal gar nicht übel. So, und jetzt habe ich hier natürlich einen nicht sehr schönen Strohversatz drin. Das gefällt mir nicht so. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier vielleicht bereinigen. Ja, das bereinigen wir jetzt ganz einfach. Ich fahre jetzt vor, der ist eh fast voll und werde den verkaufen und fange dann bei der Spur einfach wieder an. Und wir kriegen gleich noch das nächste Geld rein. Optimal. So, jetzt kann ich es kaum noch abwarten, bis die Condor kommt. Ich darf jetzt nur nicht den Fehler machen, irgendwo irgendwas stehen lassen oder schludern, weil ich vor lauter Vorfreude ganz verpennt habe, dass da noch was zu tun ist. Erinnert mich an ein anderes Let's Play, da war ich auch so heiß auf die Condor, dass ich auf einmal ganz vergessen habe, das Feld fertig einzusehen, ja. Aber das wurde ja dank euch direkt wunderbar erkannt. So, hier fahre ich mal kurz an die Scheune. Bruchtest bestanden, würde ich mal sagen. Allerdings sind wir noch nicht richtig gut an der ganzen Sache dran. So, ich denke mal, so können wir es lassen. Und während der abtankt und uns Geld bringt, werden wir hier natürlich gleich wieder uns um unser Mähdrescher kümmern. Ihr seht unten, wie das Geld hereinfließt. Ja, so macht das doch richtig Spaß. Gut, und hier tanken wir jetzt ab. Da können wir auch bald den nächsten Kipper hier verkaufen, so wie ich das sehe. Denn wir sind jetzt schon wieder bei 76%. So, der Strohknabe ist fertig. Das heißt, den können wir natürlich hier, fahren wir mal darum raus, können wir gleich wieder in Aktion bringen. Haben jetzt schon wieder 6.900 Euro beisammen. Ja, und hier die besagte Mähkombi, Erntekombi für den Mais. Wie gesagt, schreibt's mal rein. Feld 5 oder Feld 6 wäre doch, glaube ich, eine ganz gute Einstiegsoption. Ist ein kleines Feld. Wir könnten ein bisschen Mais machen, ein bisschen Geld machen. Ich denke mal, das wäre gar nicht so schlecht, was im Hardstyle ja immer sinnvoll ist, zu gucken, dass man gute Einnahmenquellen hier aufbauen kann. So, apropos aufbauen, wir bauen mal den Ladewagen wieder zurecht, dass der gleich weiter aufnehmen kann. Und machen mit dem Stroh hier weiter. So, Mähdrescher bei 30% und steht. Ja, der wird wahrscheinlich nur drehen. Sollte also auch gleich wieder weitergehen. Und hier haben wir nur noch 7 Spuren, dann sind wir durch. Das ist auch cool.
Na, Mähdrescher A, eben setzt er sich wieder in Bewegung. Ja, und wie gesagt, wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Das ist echt genial. Denn, wir haben jetzt schon fast das gesamte Feld drin. Kriegen das also doch tatsächlich hier mit der großen Nachfrage wohl noch gedeckelt. Ja, das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen? Ich sage jetzt schon so oft, das ist perfekt, aber es ist einfach nur genial. Also es passt, es passt. So, und auch hier passt es ganz gut. Wir haben schon wieder einiges an Stroh drin. Und ja, das Stroh wird ja jetzt das für die Kühe. Denn die müssen wir, wie gesagt, auch versorgen. Aber als erstes, als allererstes werden wir unseren Mähdrescher hier mal sozusagen verarzten, denn der braucht unbedingt wieder eine Abtankkur. Der hat zugenommen, wir werden da mal chirurgisch eingreifen und ihm eine kleine Abmagerungskur verpassen. Ne? Praktischerweise hat er ja so ein Rohr, worüber er seine überschüssigen Funde loswerden kann. Ja, für manche von uns wäre das vielleicht auch nicht schlecht. Ich hätte mir das auch manchmal schon gewünscht. Denn, ich war damals noch so ungefähr 10 bis 12 Zentimeter kleiner, hatte aber ungefähr 20 Kilo mehr als jetzt und, bin jetzt noch ein recht stämmiger Kerl, muss ich sagen, weil, zum Glück nicht allzu viel Fett, also es ist relativ, ausgeglichen, aber wenn man dann mit so einem Körpergröße von 1,80 rum dann doch 110 Kilo wiegt, dann ist das doch schon einiges. Und die Waage sagt manchmal auch schon, bitte einzeln aufsteigen. Also ich habe seitdem auch keine Waage mehr im Haus. Ich gucke einfach nur, ob meine Hosen noch passen, dann ist gut. Wenn es eng wird, dann sollte ich ein bisschen weniger essen. Und wenn ich einen Gürtel anziehen muss, freue ich mich einfach nur. Aber irgendwie klappt das mit dem Gürtel relativ selten. Meistens muss ich mich dann mit dem Essen zurückhalten. Nun gut, aber ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. So. Die Gerste läuft weiter. 38% hat er schon wieder. Und wir nähern uns auch hier langsam dem Ende. Haben jetzt nur noch 5 Spuren abzufahren. Das ist ganz gut. Schauen wir mal kurz rüber. Ja, das sieht aus, als ob wir das sogar morgen auch noch alles komplett fertig geerntet kriegen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Aber ich denke mal, wir kriegen in dieser Folge vielleicht sogar noch einen Kipper verkauft und können dann uns morgen auf die Kondor freuen. Die möchte ich an diesem Wochenende auf alle Fälle holen. Und das mit dem Stroh lasse ich dann notfalls mal ein paar Minuten liegen. Fahre lieber noch eine Mähmission und werde dann gucken, dass wir da vielleicht noch das restliche Geld zusammenkratzen. Aber ihr habt bestimmt Verständnis, wenn es schneien soll, natürlich zu so einer kritischen Uhrzeit immer gucken, dass wir schnellstmöglich hier sozusagen das noch abgeerntet kriegen. Und ich bin ja froh, dass der zweite Bereich auch noch erntereif wurde. So konnten wir nämlich gleich noch ein bisschen mehr draus machen. So, und jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo wahrscheinlich danach die nächste Fuhre gar nicht mehr reinpassen würde. Von daher sage ich mal, fahren wir jetzt doch gleich rüber zum Güterbahnhof und verkaufen das. Wir sind ja noch im guten Zeitfenster drin. 10.34 Uhr passt. Denn 24.200 Liter fasst er, glaube ich, oder glatt 24. Wir sind jetzt schon gleich bei 23. Das würde ein wenig eng werden. Wir können ja jetzt hier mal noch den Rest mitnehmen, den er sich hier so, ne? Oh, da bin ich irgendwie gegen den Mähdrescher. Ah, der nimmt aber das Ganze mit noch gut, weil die Textur sah ein bisschen verwackelt aus. So, 95%. Wir machen uns auf den Weg und werden die zweite Fuhre verkaufen, die uns ja dann auch schon wieder geschmeidige, ja, ich denke mal locker 10.000, 11.000 Euro bringt. Und das wieder uns näher ans Ziel zur Kondor führt. Ja, ich bin echt begeistert. Meine Güte, endlich kommen wir da richtig gut ran. Und mit der Kondor wird es einfach nur eine Gaudi sein, die hier dann zum Einsatz zu bringen. Auf dem Feld 16 ist die Einsaat ruckzuck erledigt. Das hat ja vorher schon eine gute Folge gedauert, bis die 3 Meter da durchgejodelt ist. Und ich denke mal, das haben wir jetzt nicht mehr dann das Problem. Jetzt werden wir allerdings erstmal schnell das Geld einkassieren und noch zurückfahren. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Das ist schade. Aber wie gesagt, morgen der Endspurt. Morgen kommt die Kondor, die möchte ich auf alle Fälle haben und da werde ich auch alles dran setzen. Zur Not, wie gesagt, fahre ich nochmal ein oder zwei Mähmissionen. Natürlich, Ernte hat erstmal Priorität, weil, wie gesagt, Wetter noch gut, nicht mehr viel übrig, große Nachfrage, also eigentlich gar keine Frage, dass wir hier erstmal gucken, erstmal alles unter Dach und Fach, beziehungsweise hier in den Gitterrost reinzubekommen.
Und da kommt jetzt gleich mal das nächste Geld rein. Genießen wir das. Ach, so macht das richtig Laune. Ja, so macht das Spaß. Und wir haben schon wieder richtig viel Geld. So, da gucken wir jetzt auch ganz schnell nochmal rein. Ja, 110.000 hatten wir eben zur Verfügung. Jetzt sind wir schon bei 120.000. Also fehlen 35 minus den 7.000 Bar. Fehlen nur noch 28.000 Euro. Und ja, das ist dann, denke ich mal, selbsterklärend. Der Mähdrescher ist auch schon wieder voll. Und da haben wir auch noch, ja, denke ich mal, so ein paar Liter, die da auf uns zukommen. Also könnte das vielleicht sogar am Ende mit einer Mähmission knapp, aber doch reichen. Dann könnte man nämlich den Raps sogar entsprechend im Silo drin lassen. Und ich würde sagen, den heben wir uns dann auf, bis wir das Geld für den Mähdrescher drin haben. Und ja, der tut ja da nicht weh. Eine Zwischeninvestition haben wir erstmal nicht. Also bunkern wir das einfach. Vielleicht kommt da ja auch nochmal was Besonderes dazu. Und ja, wie gesagt, ich bin einfach nur begeistert und happy. Hier wird in der nächsten Folge, sprich morgen am Sonntag, ein ganz großes Monster auf uns warten. Und das haben wir uns auch hart erarbeitet und redlich verdient. Und da bin ich jetzt schon richtig Feuer und Flamme und freue mich schon drauf, das Gerät hier das erste Mal im Hardstyle im Einsatz zu sehen. Zumal es auch gleich ein Gerät ist, mit dem wir dann das ganze Let's Play durcharbeiten können. Denn was Besseres haben wir nicht. Und gleich die Königsklasse kaufen, das ist natürlich eine gute Sache. Klappt aber auch leider nur bei der Sämaschine und bei Kleingeräten. Wenn das mit dem Mähdrescher so einfach wäre, ja, aber der kostet 2,50 Euro mehr. Und von daher sind wir aber doch happy, dass das hier so hingehauen hat. So, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Wir tanken ab, machen mit dem Strom noch ein bisschen weiter. Und ich denke mal, bis dann sind wir auch so weit, dass wir uns die Condor holen können. Ansonsten schieben wir noch schnell eine Mission rein. Die werde ich vielleicht auch noch schnell aktivieren. Da gucken wir dann mal. Aber für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst's krachen heute Abend. Feiert schön. Es ist Samstagabend. Genießt den Abend oder schaut einfach nur ein paar Videos. Ich freue mich über alles, was ihr macht, was euch Freude macht. Und sag bis morgen. Servus und tschüss.